Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Hero 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind wieder bei unserem Western Park. Jetzt gab es einige Kommentare von wegen, dass die Achterbahn eigentlich zu groß ist, viel zu groß. Das sehe ich aber ganz anders. Also Achterbahn, Holzachterbahn sind halt nun mal einfach zu groß. Und so mächtig und ja, erschrecken sich über einen großen Bereich. Ihr müsst mal googeln. Googelt mal nach Holzachterbahn, vor allem in den USA. Das sind Riesenteile. Also von daher, mir gefällt das Ding. Was mir hier nicht gefällt, das habe ich schon gesagt, das sind diese Züge, die hier drauf verkehren. Das können wir aber ändern. Da gab es nämlich auch einen guten Kommentar dahingehend. Nimm doch die Fake-Lok, die unsichtbare, und häng da Wagen dran. Das werden wir jetzt auch noch machen. Bevor wir dann endlich zum Thema Zug kommen, der hier reinfährt. Ich möchte euch aber auch noch schnell zeigen, was ich sonst noch gemacht habe. Diese Tafeln hier, dann hier beim Eingangsbereich habe ich noch Fahrradständer hingemacht, ein paar Taxis. Ich weiß nicht, ob die schon waren. Ich glaube nicht. Ich saß etwa eine Stunde dran nochmal, mindestens. Ja, nee, das war länger. Aber ist jetzt auch egal. Hier eine Koppel, wo die Kinder vor allem natürlich die Pferdchen ein bisschen sehen können. Dann haben wir hier hinten, was haben wir denn noch hingestellt? Hier eine Tribüne, genau. Hier können sie im Prinzip so Indianerspiele machen, Cowboy-Spiele und so weiter. Dann haben wir hier hinten einen Bereich, wo die ganze Infrastruktur steht. Hier eine Bimmelbahn, die noch nicht fährt. Ist noch zu früh. Ist noch nicht Sommer. Hier, man sieht Feuerwehr. Ja, Krankenwagen für Notfälle etc. Hier technische Fahrzeuge. Ja, das habe ich noch gemacht. Und dann hier im Eingangsbereich ein paar Ballone und ein paar Arbeiter. Hier hinten noch ein Zaun, damit hier keiner reinlatscht. Habe ich sonst noch was gemacht? Genau, ich habe den See noch ein bisschen umgestaltet. Also dahingehend, dass der jetzt hier überall Schilf außenrum hat hier beim Schiff. Genau, und dann habe ich hier hinten, wo ist es? Genau, bei der Mühle. Hier habe ich auch noch mal ein bisschen was gemacht. Na, das ist doch nett. Das ist aber eine Hammermod. Also das sieht dermaßen cool aus, finde ich. Nicht nur das, sondern alle Gebäude hier. Gut, und hier werden wir dann mit dem Zug durchfahren. Jetzt werden wir aber kurz wirklich dazu übergehen, hier diese Züge zu ersetzen. Wobei, mir fällt gerade ein, wir können jetzt natürlich nicht einfach hier Güterwagen ranhängen. Das können wir schon. Das Problem ist, wir können dann hier unten nicht abliefern. Das heißt, wir kriegen eine Fehlermeldung, weil Güterzüge hier in dem Sinn nicht anhalten können. Weil das ist ein Personenbahnhof, beziehungsweise eine Spitzkehre für einen Personenbahnhof. Das müssen wir noch schnell ändern. Oder ich kann es euch ja schnell zeigen. Also, das wird mit Sicherheit ein Problem geben. Werden wir gleich sehen. Wenn ich jetzt hier aus diesen Personenzügen, Folgendes mache. Wir können ja mal gucken, finden wir das so? Wenn ich hier auf alle gehe. Ja, dann haben wir ja die Fake-Lok. Fügen wir mal hinzu. An Wagen hätte ich da an Folgendes gedacht. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier unten. Das sieht doch wirklich ein bisschen nach Achterbahn aus. Fügen wir mal hinzu. Machen wir mal 6 Stück, würde ich sagen. Und wenn ich die jetzt ändere, werdet ihr sehen, jetzt werden wir gleich eine Fehlermeldung kriegen. Ich sehe es kommen. Weil eigentlich, es muss eine Fehlermeldung kommen. Zack. Jawohl, wobei die Linie hatten wir schon. Wir müssen ersetzen, klicken. Ja, da ist er ja schon. Ja, genau. Holzachterbahn. Wenn wir jetzt hier gucken. Passagierstation kann nicht von Güterfahrzeugen benutzt werden. Okay, das werden wir ändern. Ich glaube, das sollte nicht allzu schwer sein. Das sind ja, wie gesagt, nur Spitzkehren. Wenn wir das Teil mal kurz abreißen. Wir werden uns natürlich den Zug dann nochmal ansehen, beziehungsweise die Achterbahn. Jetzt hier Bahnhof, Gebäude, da haben wir es ja schon, nicht Person, sondern Cargo, das wäre hier, Spitzkehre Güter, jawohl, passt perfekt hier rein, das gleiche müssen wir auch hier oben noch schnell machen, ja, da muss er erstmal kurz runterdüsen, ja, stellen wir mal auf schneller, fährt er nicht mehr, jetzt fährt er nicht mehr, nein! Kann ich dir dein Gleis entziehen? Ich glaube, das geht auch. Dann müsste der Kollege schwupp irgendwo da hinten dann sein. Sehr gut. Hat funktioniert. Jetzt das Teil hier rein und dann ist die Fehlermeldung nämlich weg. Allerdings, jetzt hat der wieder eine Krise. Wir drehen dich wieder, weil du warst sowieso in die falsche Richtung unterwegs. Jetzt passt's. Gut. Also, wollen wir doch schnell gucken. Wir steigen hier mal ein. Oder sollen wir ganz vorne schnell einsteigen? Ja, hier ist ja keiner. Dann wird's natürlich schwierig. Hier käme gerade einer. Wir fahren mal ein paar Meter mit. So. Ja, mir gefällt das jetzt schon. Das ist halt tatsächlich Achterbahn, so wie ich es kenne. So. Passt doch. Dort hinten haben wir jetzt ein bisschen einen Stau. Ist da wieder einer in die falsche Richtung unterwegs? Das gucken wir uns gleich noch an.
Ja, und eben wegen der Größe. Guck mal, das ist halt eine, das ist eine Holzachterbahn. Also das sieht halt wirklich, in meiner Wahrnehmung sehen Holzachterbahnen genauso aus. Die haben einfach eine gewisse Größe. So, jetzt fahren wir mal hier in den Bahnhof rein. Auch hier noch mit Zäunen das Ganze. Damit dann nicht irgendwelche Kinder oder Tiere dann plötzlich reinrennen. Hier der Empfang mit den Boxen, mit Ballonen etc. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, das hier hinzustellen. So, es ist halt Freizeitpark und jetzt geht's los. Da sieht man noch ein bisschen was nochmal von der Infrastruktur. Hier unten die Tribüne. Ich würde sagen, wir machen jetzt nicht mal die ganze Fahrt, sondern wir machen einfach einen Teil der Fahrt. Ja, passt doch. Also mir gefällt das. Ich muss es nochmal sagen. Weil eben, es gab doch ein paar Kommentare von wegen, das Ding ist viel zu groß. Das ist meiner Meinung nach definitiv nicht so groß. Ich sag's gerne nochmal. So groß ist eine Holzachterbahn. Das ist einfach so. Das ist halt ein Koloss. Und das soll ja genau auch ein Koloss sein. Das ist doch wirklich Freizeitpark-Feeling. Genauso, wie man es kennt aus den Freizeitparks. Zumindest noch zu Zeiten, als die noch aufhatten. Das ist natürlich auch wieder ein anderes Thema. Aha, wir haben Rot. Und das aber auf einer gesunden Höhe. Ja, wir müssen mal schnell gucken. Ich glaube, hier unten ist irgendwie tatsächlich das der eine. Wir drehen den mal. Jawohl, dann fährt er. Wir drehen den mal. Dann fährt er in die falsche Richtung. Du musst in die Richtung. Da steht auch einer. Irgendeiner fährt hier falsch. Drehen wir dich mal nochmal. Ja, jetzt fährt er wieder richtig. Beziehungsweise wir können ja mal schnell gucken. Kann es sein, dass hier die Linie falsch rum ist? Wo fangen wir denn an? Wir starten hier unten, düsen hier rauf. Düsen hier lang, lang, lang. Hier rüber, rüber, rüber. Ne, ist eigentlich immer die gleiche Richtung, die wir hier haben. Passt schon. Ja, da muss er hier warten, das hat seine Richtigkeit, aber der hier. So, der muss in die Richtung. Ja, Fehlermeldung haben wir trotzdem noch. Jetzt fährt er aber. Gut, das ist okay. Haben wir hier Signale? Vielleicht doch nochmal ein Signal zusätzlich dazu. Und zwar natürlich einmal mehr. Wenn ich es finde. Zack, hier das Zwergsignal. Jawohl. So, einmal so. Dann kann der dann fahren. Und hier unten machen wir auch nochmal eins. Einfach damit wir es haben, damit hier das Ganze ein bisschen flüssiger passiert. Allerdings, die Fehlermeldung ist immer noch da. Jetzt. Ne, jetzt ist sie wieder da. Drehen wir dich nochmal. Ist sie wieder da. Aha, okay. In welche Richtung musst du denn? Die Richtung würde passen. Der kommt hier nicht raus. Der müsste eigentlich schon lang weg sein. Ist der wieder falsch? Warum dreht ihr denn auch? Kaum macht man was mal ein bisschen was am Bahnhof. Jetzt stimmt's wieder. Kaum ändert man hier mal den Bahnhof, dann kommen die nicht mehr klar. Ne, ist klar. Wir haben natürlich jetzt wirklich zwei Bahnhöfe abgerissen, neu hingestellt. Das ist klar, dass die dann ein bisschen durcheinander kriegen. Man sieht aber, jetzt passt's. Da kommt das gute Stück daher. Ja, passt. Gut, dann würde ich sagen, wir brauchen noch den Zug hier, den wir gebaut haben. Beziehungsweise haben wir natürlich nicht den Zug gebaut, sondern die Strecke. Wir machen mal die Linie, würde ich vorschlagen. Das wäre von diesem Teil hier. Nach einmal hier hinten. Jetzt ins Personenzuggleis rein, wäre hier. Und da sieht man, das funktioniert. Was wir jetzt nicht haben, ist eine Ausweichstrecke. Die haben wir noch nicht gemacht oder wir haben sie nicht gemacht. Und ich bin nicht so überzeugt davon, dass das hier mit dem Unterwassertunnel tatsächlich so funktioniert, dass das ein Unterwassertunnel ist. Das ist irgendwie ein anderes Teil. Ich habe es ja, glaube ich, in der gestrigen Folge noch gezeigt. Da stand auch in den Kommentaren, die Enden, die müssen auf dem Land sein. Das habe ich gezeigt. Ihr müsst mal das Video nochmal gucken von gestern. Wir haben es so probiert. Hier ist ein Eingang, hier ist der Ausgang. Hier geht's durch. Funktioniert nicht. Und ich habe nochmal bei der Mod geguckt. Da steht halt wirklich, es ist ein bisschen diffizil. Man muss da Testen machen und tun. Und das würde ich dann auf ein andermal verschieben, weil ich möchte jetzt eigentlich mit meinen Zügen spielen und nicht irgendwie testen, wo das dann greift. Vielleicht wird das mal nochmal überarbeitet. Das wäre cool. Aber wir werden jetzt gleich sehen, was wir hier für einen Zug haben. Beziehungsweise nicht, was wir für einen Zug haben. Das sehen wir dann auch. Aber wie das hier aussieht unten drin. Jetzt ist nur die Frage, ob wir nicht vielleicht doch noch ein Ausweichgleis machen. Oder sollen wir hier einen Zug fahren lassen? Das ist dann halt schon ein bisschen gar wenig für meinen Geschmack. Hier möchte ich eigentlich schon viele Züge haben. Wir schnappen uns mal ein Gleis. Wir machen das mehrgleisig. So, wenn wir hier schauen.
Hier vorne beim Bahnhof brauchen wir eigentlich noch nichts. Hier auf der Brücke auch nicht. Aber dann würde ich sagen, wird es vor dem Tunnel. Hier drin wird es dann zweigleisig, wenn ich es hinkriege. Müsste eigentlich schon gehen. Jawohl. Zack, einmal so. Dann müssen wir natürlich die Signale dann noch machen. So, und jetzt darf das eigentlich bis nach hier hinten gehen. Ich hoffe, das stürzt hier nicht ab. Es macht ein bisschen komischen Weg. Ach, eine Kollision. Ja, wenn es hier natürlich dann nicht anlegt, dann gibt es natürlich eine Kollision. So, machen wir es halt in kleineren Schritten. War nicht möglich. Wahrscheinlich wieder falsch erwischt. Jetzt. So, ich fürchte, das ist aber ein normales Tunnel, was wir hier unten haben. Aber dann haben wir halt ein normales Tunnel. Das ist ja trotzdem interessant, wenn man so eine Fahrt macht. Man fährt nicht jeden Tag einfach rund um See durch. So, hier ist Feierabend. Jawohl. Dann haben wir hier die Brücke, hier rüber, hier die Kurve. Da könnte man eigentlich auch noch mal kurz was machen. Vielleicht nach der Brücke, dass wir hier außenrum noch mal kurz das Ganze zweigleisig haben. So, und danach werden wir dann wieder mal zurückkommen zum Thema. Jo, gucken wir. Vielleicht irgendwie tatsächlich mal wieder was mit Flugzeugen machen. Haben wir hier schon Flugzeuge? Da bin ich nicht mal sicher. Also wir brauchen hier natürlich auch noch Flughäfen. Und dann irgendwelche Züge, die natürlich auch zu den Flughäfen fahren. Die brauchen wir auch noch. So, einmal da rein. Passt. Wir brauchen die Signale. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt Zwergsignale. Wir nehmen... Man sieht sie ja eh. Da doch, man sieht sie schon. Ja, wir nehmen mal die. Oder wisst ihr was? Wir machen ganz kurz diesen hier. Machen hier 1920. Laden das nochmal. Tütüt ist klar. So, dann haben wir nämlich hier die alten Signale. Die passen besser zu einer Dampflokomotive. Oder zu Dampflokomotiven. Ja, ich muss da mal kurz raus. Oh oh, nicht jetzt hier irgendwie abstürzen. Fortsetzen. Jetzt geht's. Okay, gut. Einmal hier. Dann einen Block, beziehungsweise hier vorne ist ja relativ schnell schon Feierabend. Deswegen machen wir das mal so. Dann geht's hier rüber und dann geht's hier unter Wasser. Einmal diesen, einmal diesen. Und hier könnte ich im Prinzip die Mod aktivieren. Da. Autosignale. Ja, dann hätten wir gerne hier ein Signal. Sehr gut. Dann wird hier in regelmäßigen Abständen ein Signal gesetzt. Und zwar bis hierhin. Das heißt, wir bräuchten hier vorne nochmal eins. Dann das Ganze gerne in die andere Richtung. Jawohl, passt, passt. Doppelt, doppelt. Hier auch doppelt. Hier ist es einzeln. Das wieder deaktivieren. Hier nochmal eins setzen. Und dann haben wir das Ganze. Sehr gut. Wir kontrollieren ganz kurz, ob das auch zweigleisig ist. Irgendwie funktioniert meine Escape-Taste nicht mehr. Was ist denn das Komisches? Seht ihr das? Ich kann das nicht mehr schließen. Hä? Was ist das denn Interessantes? Hä? Escape? Escape? Was ist das denn? Ich krieg das Ding hier nicht mehr zu. Gebäude? Schließen. Hä? Und die Escape-Taste funktioniert gar nicht mehr. Was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Also ich nix. Die Tastatur funktioniert. Ja, also ich kann mit der Tastatur das Ganze bewegen. Ich kann aber mit Escape hier tatsächlich nicht mehr aus diesem Menü raus. Sag mal, wie doof ist das denn? Und ich müsste das ja irgendwann dann mal noch speichern. Hä? Das ist jetzt ein Bug, den hatte ich so auch noch nie. Das ist ja ganz merkwürdig. Kann ich hier unten was wechseln und dann zumachen? Ja, aha, das geht. Also das ist ja... Ja, das gibt mir schon wieder ein bisschen zu denken. Moment. Da machen wir eine Sicherheitsspeicherung. So, überschreiben bitte schön. Dankeschön. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu... gefährlich. Genau, ich wollte eigentlich gucken. Die Linie hier. Jawohl, die ist zweigleisig. Das funktioniert und hier unten wahrscheinlich auch. Da sieht man es nicht so gut. Doch, doch. Also benennen müssen wir die noch. Das ist die... Ja, Frei- oder Western Park. Ja, aber Eisenbahn. Western Park Eisenbahn. Die ist auch so angeschrieben am Bahnhof, würde ich sagen. Ein Depot. Haben wir hier ein Zugdepot? Das ist ein Straßenbahndepot, das wir hier haben. Nee, wir haben hier in dem Sinn kein Depot. Haben wir hier hinten eins? Hier haben wir doch eins hingesetzt. Das führt uns aber auf die Achterbahn rauf.
Man könnte natürlich jetzt mit einem Gleis noch hier durch. Ja, würde ich aber trotzdem nicht machen. Ach, seht ihr? Oder guck mal, was ich noch gemacht habe. Genau hier unter Führungen. Dass man hier rein kann. Und dann kann man hier raus in Richtung Achterbahn düsen. Ich würde jetzt nicht mit dem Gleis hier lang. Wir machen es anders. Vor allem, ich möchte sowieso aus dieser Richtung kommen. Dann setzen wir hier eins hin. Zum Beispiel hier unten. Oder hier daneben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder halt vielleicht sogar... Nee, da hinten ist Käse. Wir setzen hier eins hin. Schau mal, Gebäude. Depot. Ja, irgendwie so. Dieses vielleicht. Und ich so daneben setzen. Dann könnte man mit dem Eingleis, was wir dort oben noch haben, sogar hier einfach am Depot vorbeidüsen. Versuchen wir die Höhe ein bisschen zu korrigieren. Ist das zu hoch? Ich sehe es halt nicht richtig. Ja, das ist, glaube ich, sogar tatsächlich ein bisschen zu hoch. Ein bisschen runter. Es geht natürlich nicht runter, wenn es an das Gleis andockt. Also müsste es plus minus gehen. Dann mal ein bisschen drehen. Zack. Und? Ja, ist in Ordnung. Nee, nee, das passt sogar von der Höhe her. Wir brauchen ein Gleis. Ja, das hier. Und düsen hier rein. Hätten wir gerne ein Signal. Gerne wieder Kollege Zwerg-Signal. Achso, ich muss natürlich hier nochmal kurz ändern. Da gehen wir wieder auf die 2080. 82 sogar. Sehr gut. Dann sind sie da, die Signale. Zwergi ist hier oben. Sehr gut. Ja, einmal zack hier. Ja, viel mehr brauchen wir gar nicht. Gut, wir kaufen den Zug. Bevor wir den Zug kaufen, wird der Herr Heisenberg ja nochmal eine Sicherheitsspeicherung angehen. So. Und jetzt, das gibt natürlich eine Dampflok. Das ist ganz klar. Das gibt keinen langen Zug, sondern das gibt irgendwie so einen Ausflugszug mit einer schönen Dampflok davor. Und wenn hier im Tunnel drin das tatsächlich nur ein normales Tunnel ist, dann überspringen wir das dann, würde ich sagen. Jetzt, was passt hier hin? Wir bräuchten schon irgendwie etwas, was ein bisschen nach Amerika aussieht oder nach Western. Russian Class, die ist halt schon sehr schön. The General. Eisenbahnstrecken in den USA. Oh, aus den Buster Keaton Filmen. Oder aus dem Buster Keaton Film, der General, kenne ich gar nicht. Ich kenne aber Buster Keaton natürlich noch. Wobei hier steht, doch, doch, hier steht ja Buster Keaton. Ich dachte gerade. Naja, nee, passt. Ja, nehmen wir doch. Wie schnell? 45, das reicht. Nehmen wir dazu. Dann Wagen. Irgendwas Altes, Schönes, was auch vielleicht ein bisschen... Ja, irgendwo 40 km/h ist. Ja, die wären doch nicht schlecht, Personenwagen. Oder doch nochmal kurz gucken, ob wir nicht noch was anderes haben. Personenwagen Bayern. Ja, ich hätte halt gerne irgendwie was, was ja fast schon danach schreit. Hallo, ich komme aus den USA. Nee, ich würde die anderen nehmen. Die, die wir hier oben haben. Wo war denn jetzt? Hier, der hier. Personenwagen hinzufügen. Wie gesagt, nicht allzu viele. Denke, das reicht. Und davon, ja, 10 Stück müsste gehen. Wir haben ein paar Signale gesetzt. Das müsste eigentlich schon hinhauen. Kaufen wir mal. So, zuweisen. Wäre dann... Wenn wir hier rausgehen, Western Park Eisenbahn. Und das funktioniert. Sehr schön. Halt, ich bin im Pausenmodus. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das ist, wenn wir dort in den Western Park reinfahren. Wir werden begrüßt von einer sehr großen Holzachterbahn, die genau die richtige Größe hat. Ich muss es nochmal sagen, mir gefällt die hervorragend so. Ja, das ist doch ein schönes Eisenbahnchen hier für diesen Park. Genauso möchte ich, wenn ich ankomme hier auf diesem großen Bahnhof, in Richtung Park fahren. Vor allem noch unter dem See durch. Also das ist natürlich auch eine Spezialität hier. Tag, Kollege. Dich gucken wir natürlich auch noch kurz an. Kein Sound. Nein. Jetzt hat er wieder Sound. Gut. Fahren wir beim ersten Zug mit oder fahren wir beim zweiten mit? Also der kann sowieso noch nicht raus hier. Der muss warten, bis der durch ist. Da kommt der TGW noch. Wir könnten hier natürlich noch ein Gleis machen. Wobei, ja nee, ist auch irgendwie Käse. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Damit der einen noch sehen, wie er uns entgegenkommt. Wir lassen den mal reindüsen. So, mit Hyperspace. Gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Das ist alles viel zu schnell. Aber mir geht es darum, dass wir mit dem hier mitfahren und dann noch sehen, wie der uns entgegenkommt. Ja, schnell wieder runter mit dem Tempo. So, jetzt ist wieder Eisenbahn, so wie es sein soll. Aha, keine Kameras. Mal gucken, was wir uns da gönnen.
irgendwie sowas. Jetzt hat die auch keinen Sound. Ah, ich gehe nochmal raus. Das ist irgendwie... Ja, jetzt. Das ist, wenn man keinen Sound hat, das ist halt eine Katastrophe auf Deutsch gesagt. Weil, das habe ich schon mal gesagt, Videospiele und auch Filme natürlich, die leben extrem von Sound. Ihr müsst euch nur mal vorstellen, ihr guckt einen Horrorfilm. Und dann habt ihr die Benny Hill Musik dazu. Ja, da habt ihr überhaupt keine Angst. Das wird nicht funktionieren. Ihr könnt aber umgekehrt im Prinzip einen Benny Hill Film gucken oder so eine Serie Dingens. Und dazu ganz fiese Horrormusik laufen lassen. Und dann werdet ihr selbst, wenn der über die Straße läuft, so ein bisschen den Kopf einziehen. Das ist einfach ein Beweis dafür, wie wichtig tatsächlich eben Musik ist. So, wir haben noch einen Autosave. Also nicht nur Musik, sondern Sound generell. So meine ich es eigentlich. Zack. Sobald Kollege Autosave weg ist, werden wir dann unsere Fahrt in Angriff nehmen. Man könnte hier natürlich noch mit Besuchermagneten arbeiten. Das wäre auch noch eine Idee. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen Angst, dass uns die Leute dann mitten im Park spawnen, mit Autos etc. Das ist natürlich auch nicht, was ich möchte. Und wir haben ja dort ein paar Fake-Leute hingestellt. Also von daher, ja. Der Park ist in dem Sinn ja doch auch schon besucht. Schöne Lok, sehr schöner Zug, wie ich finde. So, dann gehen wir mal auf die große Reise. Jetzt bin ich aber tatsächlich gespannt, was das für ein Tunnel ist, das wir dort hingesetzt haben. Wir werden es gleich rausfinden. Im Prinzip könnte man natürlich jetzt auch das Tempo ein bisschen beschleunigen. Weil wir fahren sonst, glaube ich, mit 45 km/h irgendwie dann durchs Tunnel durch. Das kann es auch nicht sein. Ich gehe aber wirklich davon aus, dass das ganz normales Tunnel ist. Ich glaube nicht, dass das wirklich dieses Unterwassertunnel ist. Da müssen wir uns dann nochmal ein bisschen reinfuchsen, oder ich. Und dann können wir das dann auch noch installieren. Aber ich habe jetzt halt wirklich bei diesem Western Park einiges an Zeit noch investiert, auch im Off. Und ich sage nochmal, das hat riesen Spaß gemacht. Aber da ist dann ein bisschen das Ganze vergessen gegangen mit diesem Tunnel. Deswegen, ja, wenn das jetzt nicht das Tunnel ist, was wir eigentlich gedacht haben, dass es ist, dann werde ich das dann mal nochmal angehen. So, Tag, Kollege. Wir düsen dann schon mal vor in Richtung Western World oder Westworld fast schon. Oh, hier der Regio ist noch unterwegs. Sehr schön. Und da düsen wir jetzt einmal rüber. Alles in Holz gebaut, so wie sich das gehört für eine Dampflokomotive. Ja, das sieht doch cool aus. Das ist eine genauso wirklich, ja, halt eben so eine Eisenbahn, wie ich sie mir vorstelle, wenn ich in so einen Park fahre. Oh, da oben der IC, da können die Leute auch rausgucken und denken, ja, schön hier in Heisenberg City, nehmen wir hier am Western Park. Da haben sie was Cooles hingekriegt, vor allem die Holzachterbahn war cool, mir war sie vielleicht fast ein bisschen zu kurz. Nein! Hey, das war jetzt natürlich ein Seitenhieb, von wegen, die ist zu groß. Ich sag's gerne nochmal, für meinen Geschmack ist die genau richtig von der Größe her. Weil man hat halt keine Loopings, nichts. Eine Holzachterbahn, die ist einfach massiv. So, wir gucken mal, was wir jetzt hier haben. Ja, das ist ein spezielles Portal, finde ich. Aber ansonsten, ja, das ist natürlich jetzt einfach hier ein normales Tunnel. Das ist nicht das Röhrentunnel. Ja, wie gesagt, ich werde mir das nochmal angucken. Mir geht es jetzt aber auch nicht primär um dieses Tunnel. Mir geht es darum, dass wir hinten aus dem Tunnel rauskommen und dann in den Western Park reinfahren. Und dort dann nochmal das Ganze ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen. Das ist ja mein Anliegen. Wie ihr merkt, ich bin jetzt mit dem Tempo raufgegangen. Das werde ich gleich wieder korrigieren, wenn wir hier die Fahrt in diesem Kanal sozusagen, in diesem unterirdischen Tunnel fertig haben. Ein bisschen dauert es, man sieht es. Man darf das, glaube ich, auch nicht überschätzen. Die Unterwasserwelt bei Transport Fever, da ist nicht viel. Das ist einfach blau. Also wenn wir jetzt in der Röhre wären und raussehen würden... ist ja nicht so, dass man da Fauna und Flora oder wie man dem sagen will, das sieht, also Meeresuntergrund und so weiter. Vielleicht sieht man ein paar Fische, weil die gibt es bei Transport Fever 2. Aber es ist nicht so, dass da... Gut, man könnte natürlich ein U-Boot fahren lassen. U-Boote hätten wir. Dann hätte man doch noch ein bisschen was zum Gucken. So, geht's jetzt schon raus? Ich sehe noch kein Licht am Ende des Tunnels. Doch, da vorne dann wahrscheinlich langsam. Ja, da kommen wir raus. Lass mal das Tempo noch ein bisschen. Ich möchte sehen, wo wir genau rauskommen.
Ja, jetzt geht es immer noch um eine Kurve rum, etc. Ah, da sieht man schon die Achterbahn. Okay, ach, ich wollte gerade sagen, im Ernst jetzt? Nee, das ist nicht die Achterbahn, guck mal, das ist tatsächlich die Holzbrücke, die wir hier von diesem Zug her haben. Ja gut, 14 km/h ist natürlich dann schon ein bisschen schwierig. Machen wir nochmal schneller. Ich möchte, genau, jetzt sieht man nämlich zum ersten Mal den Park da hinten. Das ist doch so, wie man das kennt. Das ist einfach eine große Holzachterbahn, die halt dann noch durchs Gelände durchgeht. Hier der große Bahnhof da hinten. Und da dieses Rauf-Runter-Dingens. So, jetzt gehe ich wieder runter mit dem Tempo, keine Angst. Zack. War fast ein bisschen zu spät. Ja, 44 km/h. Wir suchen uns eine gute Position. Damit auch ein bisschen was sehen vom Park. Ja, da brauche ich noch mal ein bisschen Höhe. Machen wir es mal so, würde ich vorschlagen. So, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das so ist, wenn man hier so durchfährt. Nett. Gefällt mir jetzt schon. Ist das zu schnell? Ne, das müsste vom Tempo her eigentlich passen. Wobei, das ging mir doch fast zu schnell. Ja, das geht halt schnell. Das ist halt ein schneller Zug. Hier unter der Achterbahn durch und hinten in den Bahnhof rein. Jetzt würde ich aber gerne noch mal kurz zurückfahren. Ich möchte das noch mal sehen. So, hier wieder die... Ja, wie sagt man dem denn? Im Prinzip das, die Infrastruktur. Und hier sehen wir auf der rechten Seite nochmal unsere neue Achterbahn. Mit den neuen Wagen. So, und wir düsen nochmal zurück. Ja, dir wünsche ich viel Spaß hier bei der Fahrt. Und wir machen mal noch ein bisschen eine andere Position. Machen wir mal ein bisschen so. Mal sehen, wie es aussieht, wenn wir zurückfahren. Mir ging es fast ein bisschen zu schnell hier an diesen Gebäuden vorbei. Schade, die Lok fährt auf der Brücke hinten 15 km/h. Wenn wir dann aber hier irgendwie durchs Westerndorf durchfahren, dann sind wir irgendwie mit gefühlter ICE-Geschwindigkeit unterwegs. Hier habe ich auch die Bahnübergang noch weggenommen. Ich weiß halt nicht mehr, was ich mir oft gemacht habe und was ich tatsächlich in den Videos gezeigt habe. So, nochmal gucken. Nee, das dürfte wirklich ein bisschen langsamer sein eigentlich. Aber okay, ich kann den natürlich in dem Sinne jetzt nicht bremsen. Aber nett, mir gefällt es. Vor allem, dass hinten dann gleich noch der italienische Schnellzug durchdüst. So, nochmal Höhegewinn. Das war hier. Und dann sehen wir hier nochmal den Freizeitpark. Ja, da ist er. Ja gut, liebe Freunde, dann hätten wir das Thema Freizeitpark hier in Heisenberg City soweit abgeschlossen. Was noch fehlt, ist dieses Unterwassertunnel. Das werde ich mir, wie gesagt, dann irgendwann mal noch anschauen. Jetzt werden wir aber in den nächsten Folgen wieder zurück sozusagen zum Thema Transportfieber normal, also Transportfieber 2 normal gehen und weitere Strecken bauen. Ja, Güterzüge fehlen zum Beispiel noch ein paar. Das werden wir sicherlich angehen. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Tschüss, sagen wir nochmal mit unserer neuen Achterbahn. Mir gefällt sie, ich kann mich da nur wiederholen. Danke fürs Zusehen, bis auch nicht zum nächsten Mal. Tschüss.